Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Seit kurzem müssen in New York Restaurants mit mehr als 15 Betrieben sättige Salzwarnhinweise im Menü platzieren für Mahlzeiten, die zu viel Salz enthalten. Auch bei uns diskutieren Fachleute Massnahmen, wie man den Salzkonsum in der Bevölkerung könnte senken, damit man die Volkskrankheit Bluthochdruck könnte bekämpfen. Salz ist etwas, das unser Körper dringend zum Leben braucht. Ein lebenswichtiges Mineral in den Knochen, im Blut. Der Salzgehalt von 0,9% merkt man am Geschmack der Tränen. Ungefähr 200 Gramm beträgt der Salzgehalt im Körper. Ohne Salz wären die Zellen nicht lebensfähig, die Organe würden nicht funktionieren und der Wasserhaushalt würde zusammenbrechen. Darum, wie viel Salz braucht denn der Mensch zum Überleben? Tatsächlich ist Salz zunächst mal ein lebensnotwendiges Produkt. Wir brauchen sicherlich mindestens 500 Milligramm Natrium pro Tag. Das entspricht ja ungefähr 3 Gramm Salz, überhaupt zu überleben. Und entscheidet sich auch die Frage, ist es ein junger Patient, ist es ein Spitzensportler, ist es ein Blutdruckkranker, Nierenkranker, ist es ein Übergewichtiger. Also es ist individuell extrem unterschiedlich, die Menge an Salz, die man gut vertragen kann. Doch wir essen jeden Tag viel mehr Salz, als wir brauchen. In der Schweiz sind 7,8 Gramm pro Tag bei der Frau und 10,6 Gramm pro Tag bei den Männern. Zu viel Salz essen, das verursacht einen zu hohen Blutdruck und das wiederum einen Haufen Folgekrankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkt. Das behauptet ein Positionspapier vom Bund und vielen Fachgesellschaften. Den Salzkonsum müssen wir in der Schweiz darum innerhalb von 4 Jahren auf 5 Gramm pro Kopf senken. Doch ob Salz tatsächlich so schädlich ist, über das streiten Experten seit Jahren. Der Gefäßchirurg Hardy Schumacher, der jeden Tag mit den Folgen von zu hohem Blutdruck zu kämpfen hat, ist skeptisch. Es ist tatsächlich so, es gibt in großen Kohortenstudien Hinweise, dass wenn man den Salzbedarf, wie die amerikanische Herzgesellschaft oder WHO, die ja vorschlägt, dass man so um die 6 Gramm Salz am Tag benutzen sollte, also das wären ja ungefähr so Größenordnung 2-3 Teelöffel, wenn man das konsequent macht und eben nachschaut, dann ändert sich der Blutdruck zwischen 1 und 4 Millimeter Quecksilber. Das ist ja faktisch nichts. Zucker und damit zu viel Kalorien, Übergewicht, Bewegungsmangel und Rauchen, das sind die schlimmen Faktoren für einen zu hohen Blutdruck. Was man aber weiss, Menschen sind unterschiedlich empfindlich auf Salz. Es gibt Nierenkranke und auch ältere Menschen, die Nieren langsamer arbeiten. Also, wir essen jeden Tag zu viel Salz, das ist schon mal klar. Aber was können wir denn jetzt machen, um unseren täglichen Salzkonsum zu senken? Wenn wir jetzt einfach den Salzstreuer vom Tisch verbannen? Jemand, der das weiss, ist Stefanie Tölle vom Diabetes- und Adipositas-Zentrum. In unserem Alltag sind eine ganze Reihe Salzfallen versteckt. Die schlimmsten Salzfallen sind auf jeden Fall in Fertigprodukten zu finden, da beispielsweise Suppen und Soßen ganz vorneweg. Aber natürlich haben wir auch Salz in Lebensmitteln wie Brot, Wurstwaren und auch Käse. Da eine kleine Auswahl. Fertiglasagne, Ketchup, aber auch Brot sind sehr salzhaltig. Eine richtige Salzbombe ist aber die Fertigpizza. Wer sie isst, hat 6,3 Gramm Salz verzehrt, mehr als die empfohlene Tagesdosis. Doch wie kann man Salz vermeiden? Um den Salzkonsum zu reduzieren, ist es sicherlich am besten, vor allen Dingen viel mit frischen Lebensmitteln zu arbeiten. Weil alle Lebensmittel, die Fertigprodukte sind oder aus der Konserve kommen oder im Glas beispielsweise in Lösung eingelegt sind, haben immer viel Salz. Also sprich letztendlich viel frisches Gemüse, viel frisches Obst oder aber, wenn ich Fertigprodukte einsetze, vielleicht eher Tiefkühlgemüse verwenden, was noch nicht zubereitet ist mit einer Soße, sondern wo eigentlich frisch tiefgefroren ist und nachher von mir persönlich dann in der Küche noch hergerichtet werden kann. Richtig problematisch ist Fast Food. Da ist jedes Gericht eine Salzbombe. Wer weniger Salz essen will, muss sich darum über das Mittagessen Gedanken machen. Ob man tatsächlich auch mal was von daheim mitnehmen kann, ob man am Abend was vorbereitet. Es gibt ja mittlerweile eigentlich ganz schöne Lunchboxen, die man am Abend irgendwie noch zusammenstellen kann und mitnimmt. Oder halt tatsächlich, dass man im Angebot des Fastfood-Bereichs dann doch irgendwie zumindest noch eine Gemüse- oder Salatbeilage ergänzt,
dass einfach die Menge vom Lebensmittel, wo sehr salzreich ist, wie die Pommes oder der Burger, dass diese Menge nicht zu viel wird, dass man das vielleicht nochmal mit einer frischen Frucht vom Volumen, sage ich mal, dass man schon satt wird, optimiert, aber dass das Lebensmittel, wo wirklich der Salzkiller ist, dass man das in der Menge ein bisschen reduzieren kann. Seit dem letzten Dezember ist übrigens bei jedem Lebensmittel angegeben, wie viel Salz es drin hat. Auch das eine Massnahme, um den Salzkonsum einzuschränken. Das wäre es von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Salzfallen im Alltag, gehen Sie auf unsere Homepage www.checkup-tv.ch. Auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.